Moin allerseits und willkommen zurück zu der dunklen Seite des Kekses 2, Tagchen Asche. Schön, dass du auch dich hier mal hier dazu gesellen tust. Und ja, wie man gerade sehen tut, bin ich hier irgendwo in dem Kühlschrank gerade drinne. Denn ich bin hier gerade im ersten DLC, genauer gesagt bin ich in dem Arguls Grab DLC. Denn ich habe mir nämlich gedacht gehabt, ich möchte jetzt quasi die DLCs machen, statt irgendwas anderes. Zudem vor allen Dingen ich auch, naja, Ausrüstung? Wo ist meine Ausrüstung weg? Was ist das denn jetzt? Wie man hier sehen kann, meine Aufgabenliste ist ziemlich leer, ne? Ich habe nur diese Stöcke und Steine, die diese quasi die komischen Klunker da sind, die ich abschießen kann. Das liegt daran, ich habe nämlich die ganzen Dinger gemacht gehabt und ehrlich gesagt, Großteil davon waren noch nicht mal so interessant. Vor allen Dingen erst recht die Kopfgelddinger, die waren sehr, sehr schnell erledigt, weil die Bosse haben nichts mehr ausgehalten. Ja. Und ich würde auch vor allen Dingen auch sehr gerne Level 25 erhaben, weil dann könnte ich nämlich bei der Feuerprobe auch Level 100 haben. Warum hast du mich hergerufen, Ostergut? Du handelst mit Worten wie ich mit Münzen, Reiter. Du gibst wenig und nimmst viel. Wie wär's hiermit? Für einen Moment deiner Zeit gebe ich dir eine Geschichte und eine Chance. Ich höre. Bevor der Fürst der Knochen auf dem ewigen Thron saß, gab es einen anderen, noch älteren König der Toten. Sein Name war Argul. Argul der Verrückte. Seine Herrschaft dauerte Äonen, bis er verraten wurde. Vom Fürsten der Knochen? Ja, jetzt ist diese Geschichte kein Geheimnis mehr. Außer einem Detail, das lange vergessen war. Die Lage von Arguls Grab. Der Fürst der Knochen verbannte das Grab aus der Unterwelt, damit Argul nicht an seinen Kräften zehren konnte. Seitdem ist das Wissen um das Grab und dessen Lage in den Nebel der Zeit verschollen. Niemand außer Ostergut erinnert sich. Ja, niemand außer Ziegen-Gandalf weiß, wo dieses blöde Grab ist. Und schön, dass du mich vor allen Dingen unterbrechen tust, Ziegen-Gandalf. Tust immer noch rauchen. Schönen Dank, dass du immer noch einen Asthma-Anfall hast. Gut, was ich sagen wollte, ich will nämlich eigentlich auch nur Level 25 haben, damit ich quasi bei der Feuerprobe auch die Welle 100 machen kann. Denn wenn ich nämlich quasi von 1 bis 100 in einen Zug hinkriegen dazu, kriege ich wohl irgendwie eine Waffe, die ziemlich overpowered ist. Oder war das, wenn ich gegen diesen Wicked K da irgendwie antritt? Ich weiß es nicht so genau. Ich hoffe mal, dass ich, wenn ich Wicked K mache, den irgendwie einzeln machen kann. Weil der soll nicht gerade sehr easy sein, aber ziemlich langweilig. Egal. Machen wir mal hier weiter, ne? Was ist denn hier jetzt? Was wurde aus Argul? Der Fürst der Knochen hätte seinen Vorgänger leicht erschlagen können. Stattdessen hat er Argul aber unter den toten Ebenen begraben. Und hielt der Fürst der Knochen dies für Gnade oder Grausamkeit? Er kennt schon die Motive der Toten. Außer dir vielleicht. Keine Ahnung, ich bin zwar der Tod, aber ich sehe nicht so aus wie der Sensenmann. Was kannst du mir noch über Argul sagen? Nun, man hielt ihn für völlig verrückt. Argul schimpfte über das Ende der Welt, über eine bevorstehende Finsternis, die sich in den Reichen von Leben und Tod ausbreitet. Das Verderben. Nein, er sprach von den Reitern. Oh, okay. Gut, ich bin dann mal weg, ja? Wir müssen diese Gelegenheit nutzen, die Quelle von Arguls Macht finden und sie, wenn möglich, vernichten. Welchen Nutzen hast du von all dem, Händler? Das geht dich nichts an. Wisse stattdessen dies. Im Gegenzug für die Auslöschung der Quelle von Arguls Macht kann ich dir eine große Belohnung anbieten. Sind das Erfahrungspunkte? Sind, dann mache ich das sofort. Übrigens, das komische pinke Gedingse da, was ich da an meiner Klamotte so dran habe. Das ist die Abgrundrüstung. Mir fehlt von der Abgrundrüstung, glaube ich, gerade mal die Schulter, wenn ich mir jetzt nicht irre. Ja, die fehlt mir noch. Und dazu muss ich quasi Welle 1 bis 100 machen, wenn ich mich nicht irre. In einem Zug. Wer ist denn das da hinten?
Erkunde die Höhle? Was für eine Höhle? Die Höhle hier? Ich hoffe mal wirklich, dass das vor allen Dingen eine größere Map ist, beziehungsweise ein größeres DLC, weil ich weiß noch, dass ich damals irgendwie, weiß ich nicht, 15, 20 Minuten hier drin verbracht hatte und danach war Ende. Keine Ahnung, ob das irgendwie noch länger ging. Was ist denn das hier? Das sieht aus wie eine Knarre. Es ist auch eine Knarre. Was soll ich damit? Hallo? Ich hab ein Bolzenschussgewehr. Schön, Skelette. Können die Herren mal da aus ihrem Eis rauskommen? Aber du bist nicht tot, was? Warum? Ah, der ist jetzt tot. Gut. So viel Knochenkonfetti! Geil! Besser als auf einer Feier! Danke! Hier gibt's nichts, was ich irgendwie aufsammeln kann, oder? Oh, das ist Schulter. Aber hier gibt's keine Sammelobjekte, oder? Sowas in der Art, ne? Nicht, dass ich hier wieder an 20.000 Sachen vorbeilatschen tue. Ich kann nicht. Ja, ist mir schon klar. Ah, noch mehr Skelette. Oh, guck mal, da ist ein großes Mauzi. Der lebt immer noch? Wieso lebst du immer noch? Sag mal, hat dieser Argul seine gesamte Gefolgschaft mitgenommen in den Tod, oder was? Oh, hier sind ziemlich viele Leute irgendwie skelettiert und eingefroren. Passt übrigens auch, dass die so alle eingefroren sind, weil dieser Argul-Typi hat irgendwie mit dem Element Eis rumgespielt, weil als ich ihn gekillt hatte, ist er in einen riesengroßen Eiszapfen verwandelt worden. Lange Items. Da hinten ist irgendwas Grünes, aber das ist mir zu weit entfernt und es sieht mir auch sehr uninteressant aus, deswegen hol ich es mir jetzt mal nicht. Oh, noch mehr Gegner. Was? Wie? Hallo? Oh. Okay, das ist jetzt nicht gerade geil. Ihr wollt spielen? Okay. Kein Problem, ich brauche meine Gesundheit wieder. Kein Problem, dann spiele ich halt mit euch. Super, schönen Dank, dass du ausgewichen bist. Ja, war da was? Ich habe da keine Gegner gesehen. Ich glaube, da war nur ein Fettfleck. Was ist denn da? Achso, da ist die Knarre. Ach komm, die lasse ich jetzt mal liegen. Die lasse ich jetzt mal liegen. Da hinten sind irgendwelche Kisten. Was ist denn der? Okay, hallo. Das sind zwei dicke Gegner. Ja. Mhm. Schön. Ich habe gerade andere Interessen. Jo, da war nur Schrott drinne. Na, seid ihr auch so gespannt, was da drin ist? Dass die einfach alle in der Gegend herumstehen. Ja, ich weiß, Zorn. Tod. Oh, übrigens, ich habe das Spiel offenbar mehrfach zum Crashen gebracht. Und zwar kann man das sogar sehr easy hinkriegen. Und zwar, indem man einfach viele Zahlen generiert. Ja, einfach viele Zahlen generieren und schon weiß das Spiel irgendwie von hinten und vorne nicht mehr, wie es irgendwie funktionieren soll. Was besonders gut funktioniert, wenn viele Gegner um einen herum sind und man das hier machen tut. Diesen schönen Wirbelangriff. Mann, ich kriege aber wirklich fast gar keine EP. Kann das sein? Ich glaube, dieser graue, schwarze Balken, der da über meiner Gesundheit ist, der hat sich irgendwie keinen Millimeter irgendwie bewegt. Kann das sein? Wie mies. Da kann man ja noch nicht mal grinden. Das ist ja, glaube ich, das Einzige, was man... Da war ja nichts. Ich glaube, das Einzige, womit man dann wirklich irgendwie Erfahrung bekommt, ist irgendwie Quests. Das ist ja doof. Hoffentlich ist das im dritten Teil besser. Weil ist ja ein bisschen blöd, wenn man irgendwie... Um jetzt beispielsweise das Maximallevel erreichen zu können. Ja, schönen Dank, dass du mich hier stören tust.
um das Maximallevel erreichen zu können, irgendwie nicht mal grinden kann. Sondern man muss Quests machen, damit man überhaupt sowas erreicht. Das ist ein großes Areal. Sieht aus wie für einen Boss. Hallo Eisskelett, dich habe ich am Anfang des Spiels auch schon gesehen. Oh. Bin ich hier wieder am Anfang des Spiels? Scheint so ein bisschen. Ey, da hinten wollte ich jetzt aber nicht hin. Ich brauche keinen Finisher. Den hau ich auch so einfach platt. Sag ich doch. Ach, guck mal an, da kommt noch einer. Oh, noch sogar einer. Geil. Ich hab hier eine fette Party. Überall Knochenköpfe bis zum geht nicht mehr. Na? Wie viel Leben haben die noch? Okay, das ist jetzt nicht so gerade atemberaubend, aber okay. Sag mal, wie viele Eisriesen kommen denn noch da raus? Ich sehe nichts, alles ist so verschwommen. Kannst du auch endlich mal sterben? Du musst schon längst tot sein. Okay, ich habe die seltsame Höhle erkundet und krieg dafür 1500 Erfahrungspunkte, die ich nicht sehe. Man hat jetzt Erfahrungspunkte oder war das Gold? Ab ein Portal? Okay. Wieso habe ich jetzt ein Portal? Und was ist denn da drin, ne? Nix. Achso, ein Fähigkeitenpunkt. Okay, das ist auch schön. Okay. Gut. Dann gehe ich mal ins Portal rein. Übrigens, apropos Fähigkeitenpunkt, wenn ich das auch schon gerade mal eben fix verteilen kann. Wo packe ich denn das jetzt rein? Packe ich mal dahin. Dann wollte ich mir sowieso früher oder später noch holen. Das Ding hier unten, ne? Wie heißt das Teil überhaupt? Der Reaper-Sturm, der ist ja sowas von nutzlos. Ich habe den mal geskillt gehabt und der hat ja gar keinen Schaden gemacht. Aber sowas von gar keinen. Na, habe ich deine Aufgabe erfüllt? Ich glaube nicht. Ich gehe Mitreisender. Sag mal, ich bin gerade wieder am Gehen und du grüßt mich jetzt. Okay, gut. Achso, das da vorne ist ein Tor, sehe ich gerade. Egal. War ich mal eben bei Froster und hab ein paar Skelette gekloppt. Achso, wieso? Ich sag mal, Ostikov, oder wie auch immer du heißen tust, die Tür geht nicht auf. Auf jeden Fall geht's hier irgendwie, glaube ich, irgendwie weiter, aber ich hab keine Ahnung wie. Gandalf? Hast du mir was zu sagen, weil ich noch nicht weiß? Warte mal, da hinten ist eine Tür. Bin ich von da reingekommen? Ne, ich bin von da gekommen, glaube ich, oder? Ich geh da mal da lang. Irgendwohin geht's ja da hinten.